Herzlich willkommen bei Eumeli LP zu einem neuen Part von unserer Sims 2 Waisenhaus-Challenge. Im letzten Part waren die Kinder in der Schule. Tamara, unsere Süße, hat eine 1 mitgebracht aus der Schule. Wir haben uns in der Schulzeit um ein bisschen um Beate und hilf mir mal, wie heißt der nochmal? Adrian gekümmert, genau, nicht, dass ich hier alles durcheinander bringe. Gott, Ulrike ist immer noch mit ihm am Kuckuck spielen, sehe ich gerade. Ja, dann kamen die Kids aus der Schule zurück. Ich habe ein bisschen sortiert und denen die Aufgaben verteilt, dass die da schon mal ein bisschen was zu tun haben. Und Alfred hat heute Geburtstag. Jetzt ist meine Befürchtung, wenn ich jetzt hier erst wieder lang andere Sachen mache, verpenne ich das wieder. Also wäre ich fast am Überlegen, ob wir nicht direkt dann hingehen und sagen, okay, ruf nochmal deine Freunde an, müssen wir eh mal gucken. Also mit dem Leon will er sich ja eh anfreunden, das wird dem vielleicht wenigstens noch einladen. Wen kennt er denn ansonsten noch außerhalb der Familie? Familie ist klar, also wie gesagt, den Leon haben wir hier, ansonsten kennt er noch keinen. Also dafür gibt es sowieso schon wieder keine Punkte. Aber das wird dem vielleicht dann wenigstens noch einladen und recht früh an den Geburtstag gehen. Es wurde auch wieder gegraben. Ich habe gerade, bevor ich jetzt die Aufnahme gestartet habe, die ganzen Sachen aus dem Inventar verkauft. Wir haben trotzdem nur 911 Simoleons. Ist leider nicht so die Welt, wie ich es mir erhofft hatte. Ja gut, jetzt bin ich echt am Überlegen, wie ich das hier am sinnvollsten mache. Geh du erstmal auf Toilette und so weiter. Ich mach mal Play. Hey, hallo. Play. Ja, wo willst du eigentlich hin? Was hast du eigentlich vor, sag mal? Ah ja, du solltest nochmal graben gehen. Genau, das war's nämlich. Ah, ich habe schon länger nichts mehr von dir gehört. Das ist für wen? Dennis. Ich glaube, das ist für den Anton, der Dennis, oder? Die kennen sich. Warte mal kurz. Kennst du den Dennis? Wie war denn das? Ja, genau. Könnte man natürlich auch einladen, aber... So, du rufst jetzt bitte mal einen Sim an. Hä? Was? Nee, ach so. Quatsch, jetzt bin ich auf dem falschen. Stopp! Was? Und Jörg hat einen Stein. Sehr schön. Er macht noch Hausaufgaben. Ganz durcheinander hier. So, du rufst einen Sim an. Nee, nicht ins Bett gehen. Ich weiß, ihr seid alle müde. Das kommt nämlich auch noch dazu. Aber, nee. Ja, ruf erst mal an. Komm, das ist mir jetzt pieps. Da steht keine Tür im Weg. Also ehrlich. Die anderen gucken Fernsehen oder auch nicht. Weiß nicht, das Mädel, was Tamara mitgebracht hat, wollte wohl nicht. Wir laden jetzt den Leon ein. Wenigstens ein Freund sollte hier dabei sein. Oder wollen wir den Haushalt einladen? Können wir auch machen. Laden wir den ganzen Haushalt ein. Ist ja wurscht. Genau. Den kennen wir gar nicht, aber gut. Aber Marcel und Susanne kennen wir natürlich. Die laden wir auf jeden Fall ein. Ja, und die anderen könnten wir auch einladen. Haben die Erwachsenen mal vielleicht jemanden zum Kennenlernen? Ist ja wurscht, ne? So, das machen wir mal. Ja, hihi, boba. So, das hört sich gut an. Jawohl, genau. Und wieder eine Schatzkarte. Das kommt gut, weil ich habe gerade mal geguckt, so Musikinstrumente kosten ja, Hilfe Gott, ganz, ganz viel Geld. So, jetzt brauchen wir natürlich einen Geburtstagskuchen. Ganz wichtig. Da muss ich mich mal beeilen hier. Party. Geburtstag. Weil ob ich das am nächsten Tag, wenn drei Leute oder wie viele es waren, auch Geburtstag haben, so mache, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Bin mir da noch nicht ganz sicher. So, da haben wir einen Kuchen. Du kannst mal hier anmachen. Und dann warten wir eigentlich nur auf die Gäste und dann geht es direkt an den Kuchen ran. Ja. Jetzt müssen die nur noch kommen. Unsere Erzieher rennen natürlich wieder im Schlafanzug rum. Das ist wieder typisch. So, komm mal her, Mädel, Junge. Da kommen nämlich Leute. Kannst du den Dennis begrüßen? Mit alle begrüßen. Nee, nicht bitten gehen. Na. Hier hin. Hopp. Ich bin gerade etwas irritiert. Echt. Ich will den Dennis doch nur begrüßen. Hopp. Und
Leon meine ich. Jetzt bringe ich alles durcheinander, merkt ihr das? So, wir machen mal alle begrüßen. Der Herr hat da irgendwelche... Hör mal, hallo, das ist deine Nichte oder nee, das ist ja seine Frau. Entschuldigung. Und du hast schon wieder Wasser ausgebuddelt. Ja, dann lass es halt. Mist. Gut, soll's regnen. Jetzt mal gucken, was die anderen gerade alles tun. Lass mal den Bub da in Ruhe. Bist du jetzt mit den Hausaufgaben fertig? Hör mal auf zu entspannen. Du kannst... Ja, du sollst alle begrüßen. Genau, ich bin ganz... Ah, oh Mann, ehrlich, Leute. So, alles mal aufhören hier mit was auch immer. Ja, was ist das? Kannst du gleich hinkommen? Ist in Ordnung. So, ihr Kleinen seid beschäftigt. Oh Gott, hier müsste mal jemand aufs Töpfchen. Kannst du schon allein aufs Töpfchen? Ich glaube, ja, genau. Du gehst mal bitte Töpfchen benutzen. Das ist ja bei der lieben Beate super. Und er macht mal irgendwas so lang. Weil wir haben heute Alfreds Geburtstag. Also, bitte begrüßt die Leute und dann gehst du bitte. Ist mir egal, ob du jetzt müde bist oder nicht. So. Anschließend Kerzen auspusten. Komm. Ja, rein mit euch. Hopp, 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 hopp. Ja. Und Tamara ist am Tanzen. Sehr schön. Oh Gott, oh Gott. Aha. Ich hoffe, er kommt noch an seinen Kuchen ran. Hallo, Alfred. So. Alle stehen wir da. Viele Leute versammeln sich. Jetzt mach endlich. Kommt, nicht wieder so lange rumtrödeln, Leute. Ich will das heute mal hinkriegen. Das dauert. Seht ihr das? Ich hab's vor einer halben Ewigkeit angeklickert und bis die alle hier rumstehen. Jo, auf geht's. Happy Birthday. Puste deine Kerzen aus. Hopp, hopp. Oh Gott, da kommen die ganzen Nachrichten wieder. Gucke ich mir gleich an. Yeah! Juhu! Sehr schön. Haben wir nicht noch was zu tun? Genau. So, ich habe meinen Würfel nämlich auch schon breit liegen. Zack, zack, zack. Jawohl! Eine, zwei. Was war das nochmal? Ich glaube, das ist Laufbahn Ruhm. Guck ich mal nach. Jawohl. Er kriegt die Laufbahn Ruhm. So. Einmal, wo guck, guck, guck. Ruhm, Ruhm, hier. Er möchte Geld verdienen später, wenn er groß ist. Das ist in Ordnung. Antörner hat er als Parfüm und rotes Haar. Ist in Ordnung. Und Abtörnen tut ihm Abendkleidung. Ja, wenn er meint, nehmen wir das jetzt einfach mal so, ne? Jawohl. Und wir lassen niemanden mitaltern. Das ist alles okay so. Stopp. Entschuldigung, jetzt muss ich nämlich mal eine Notiz notieren. Da. Er ist im Goldstatus groß geworden. Da gibt es wenigstens einen Punkt dafür oder einen Strich dafür. So. Ich habe auch die letzten, also von der letzten Woche nochmal die Punkte zusammengezählt. Der aktuelle Stand bei mir sind jetzt 30 Punkte. Ja, gut, egal. So, was haben wir denn da? Beate altert morgen, Adrian in 2 Tagen, Anton morgen und Tamara morgen. Das heißt, war morgen Tamara, Anton und Beate. Da muss ich mir noch überlegen, wie ich das bewerkstelligen will. So, und Alfred ist jetzt Teenager. Als Kind hat Alfred die Laufbahn Stolz der Familie erreicht. Das ist klasse. Alfred ist auf dem richtigen Weg. Ja, finde ich aber auch, ne? Und ich fühle mich großartig. Wenn ich mich mein ganzes Leben lang so gut fühle, ist einfach alles möglich. Ja, das ist ein cooler Satz. So, wie schaust du aus? Zeig dich mal. Ich will ja mal gucken, ne? Ja, hat auch eine andere Frisur. Das kann man ganz gut auseinanderhalten, die beiden Großen. Jetzt haben wir noch einen Großen. Ach Gott, nee, hier. Ich habe viel zu viele Jungs, merke ich gerade. Und er ist hundemüde. Eigentlich solltest du vielleicht bevor... Also haben wir überhaupt eine Kaffeemaschine? Ich wollte gerade sagen, vielleicht solltest du bevor der Kuchen isst, erstmal lieber Kaffee trinken. Das wäre doch mal was, oder? Ich glaube, die anderen nehmen sich so oder so einen Teller. Warte mal gucken. Hat irgendwer einen Teller nehmen im Gepäck, außer ihm? Nee, alle wollen schlafen und sowas. Keiner will Kuchen haben. Na, ist ja auch wurscht, ne? Aber er sollte schon noch einen Moment wach sein eigentlich.
Ja gut, wir lassen es einfach mal laufen. Ich kann jetzt echt nicht viel tun. Das ist fürchterlich hier. Ja, ich weiß. Oh, und der Leon kriegt noch eine Umarmung. Das ist aber süß. Und jetzt muss er auch schon wieder heim. Auch wie doof. Gut, du isst Kuchen und anschließend kannst du auch noch einen Kaffee trinken. So, was mache ich jetzt mit den anderen? Hilfe, er will schon wieder ins Bett. Du kannst auch mal einen Kaffee trinken. Komm, hier, hallo, wir haben Gäste. Trink mal Kaffee, Kakao oder was auch immer das da ist. Du hast doch Hunger, Mädel. Dann komm her und schnapp dir einen Teller. So, der große Anton. Moment, kurz gucken. Bevor ich hier wieder was übersehe, hat er aber diesmal, glaube ich, seine Hausaufgaben alle erledigt. Das heißt, er bekommt einen Punkt, weil die anderen hatte er ja schon abgehakt bekommen. Die hatte ich nur übersehen, dass sie nicht fertig waren. Du könntest mal, was könntest du machen? Gucke mal, wen kennst du von den beiden eigentlich schon am besten? Ah, mit dem Adam hat er sich. Ach nee, das ist ja ein ganz anderer. Moment mal. Kennst du von den beiden, die da sind, keinen? Jetzt bin ich irritiert. Das Familie. Ah, doch, die Susanne kennt er schon ein bisschen. Und was ist das andere? War doch. Ich blicke hier namentlich gar nicht mehr durch. Wen haben wir denn da? Also Susanne ist das, ist Anton. Hä? Anton Seidel. Ja, das ist ja unser von jetzt. Oh Gott. Wer schon Gott, das ist Marcel. Da habe ich ihn doch. Leute, merkt ihr es? Ich klicke gar nichts mehr durch. Gut, dann unterhalte dich mal mit dem und red mal mit dem ein bisschen und dann kannst du vielleicht mit ihr auch noch ein bisschen unterhalten. Insiderwitz und all so Zeugs. Susanne meine ich hier. Hallo. Und mal über Hobbys reden vielleicht, über Musik und Tanz. Keine Ahnung. Mach das mal. Jetzt habe ich aus Versehen wen Falsches angeklickt. So. Witz erzählen. So, jetzt haben wir's. Der ist also auch abgehakt. Er ist abgehakt. So, was machst du? Halt, nee, 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 nee. Er ist müde. Was soll ich mit ihm machen? Du könntest auch einen Kakao noch trinken. Komm. Weil das ist ja Kakao, was wir hier haben. Oder legen wir ihn ins Bett. Was mache ich? Ja, komm, dann geh schlafen. Hat ja keinen Sinn. Und sie will auch ins Bett. Nee, du kannst jetzt erstmal Fernsehen gucken. Das hatte ich ja extra so gesagt. Die braucht Spaß, die Kleine. Geh. Das machen. Die Kleinen sind hier. Beate war auf dem Töpfchen. Wird schon wieder. Oh, hat Hunger. Okay, hier hat auch gleich jemand Hunger. So. Dich hatte ich dahin geschickt und du solltest ja. Himmel, was eine Sortiererei. Ich fasse es nicht. Viel zu viele Leute. ja. So, komm. Ja, geh was trinken. Ihr müsst euch gleich noch um die ganz Kleinen kümmern. Das ist halt so. Ja, hier gibt es jetzt erstmal Kaffee. Kakao. So, du bist fertig. Das ist schön. Dann einen Augenblick. Stopp. Bevor ich es vergesse. Genau, die liebe was? Um Essen gebeten werden. Ja, nee, brauchst du nicht. Du kannst ihr direkt das Fläschchen bringen. Flasche holen für Beate. Mach das mal. Wir machen heute Flaschentime. Erstens ist der Stuhl noch mit einer alten Schüssel belegt und zum anderen habe ich da jetzt echt keinen Nerv dafür, die in den Stuhl zu packen und dann, ne, ihr wisst schon, steckt sie da drin, kommt nicht mehr raus und überhaupt. Ja. So, machen wir das. Ach ja, und alle sind so müde. Ich fasse es nicht. Hey, Anton, wo willst du hin? Was machst du? Nein, du brauchst da nichts machen. Du solltest dich doch hier. Oder ist es Alfred jetzt gewesen? Nee, das war Anton. Bin schon ganz doof. Wer ist das hier? Anton? Marcel. Unterhalte dich doch noch ein bisschen mit dem und. Vielleicht kannst du mit dem noch ein bisschen plaudern. Komm, lass jetzt mal deine Mam die Erzieherin das machen und gut ist. Ja, leg's doch einfach ab, Ulrike. So, stopp. Die rennt schon wieder in die falsche Richtung. Dann leerst du das bitte mal. Und du, kleine Maus, Beate, schnapp dir bitte dein Trinken hier.
Gott, ich werde nicht mehr. Stress, Chaos, alles. So, und der Kleine muss nämlich noch ans Töpfchen gewöhnt werden und ist schon wieder hundemüde. Oh Gott, ich fasse es nicht. So, wo haben wir ihn denn sitzen? Hallo, Adrian, wo steckst denn du? Warst du nicht hier irgendwie in dem Zimmer drin? Wo ist Adrian? Hallo? Auf der Suche nach dem verlorenen Kind. Wo ist es? Oh, da ist jemand am Schwimmen und da liegt auch noch eine alte Flasche rum. Und Susanne denkt sich, im Garten ist es am schönsten. Ja, da hat sie ja irgendwo recht. Aber wo ist denn der Kleine hin? Hilfe, ich suche mein Kind. Also Leute, es ist mir zu viel Chaos. Wie kommst denn du jetzt da oben hin? Wen haben wir denn da? Alfred. Alfred, kümmerst du dich vielleicht mal lieber um deine Gäste? Wie wäre denn das? Du könntest mal mit der Susanne schwimmen gehen hier. Hallo. Ja, rutsch mal runter da. Plaudern hatte ich mit ihm festgemacht. Ja, das macht dein Bruder schon. Okay, dann lass das, ja. Er ist ja schon oben, dann gewöhnen wir ihn hier halt dran. Dann kannst du ihn auch direkt ins Bett stecken. So. Komm, Alfred, runter jetzt. Nein! Ich hab gesagt, nein! Könntest du das Kind jetzt mal in Ruhe lassen? Ah! Warum machen die nie, was ich will? Hock das Kind jetzt hin. Nein, du sollst das nicht ins Bett packen. Ah. Okay, dann pack ihn ins Bett. Dankeschön für diesen Schwachsinn. Ich meine, gut, okay, er ist müde. Ja, lassen wir ihn halt im Bett. Gut, dann wird nichts mehr angewöhnt und du, was ist denn mit der Kleine? Hat sie jetzt gegessen? Okay, gut, die Kleine kann ins Bett. Das heißt, hier ins Bett legen, Beate. Und du bitte kommst jetzt mal runter. Ich werde hier gerade narrisch mit dir. Würdest du bitte mal, ich weiß nicht, hier mitmachen. Da, komm, mach das meinetwegen. Das ist der Nachteil, wenn die ganze Nacht wach sind und dann schlafen müssen. Wo ist denn jetzt unsere kleine Maus? Warum liegst du in dem Bett? Also ehrlich. Ich hatte zu dir gesagt, du solltest was anderes tun. Nee, nicht auf dem Bett springen. Ach komm. Ja. Das ist wieder ein Geburtstag, wie ich ihn mir nie wünsche. Totales Chaos. Jeder macht, was er will und nicht das, was er soll und überhaupt. So, dann geh hier schlafen, meine Güte. So, was macht Anton? Anton ist im Wasser, okay, das ist ja in Ordnung. Der kleine Anton ist auf dem Weg zum Schlafen gehen. Ich hoffe, du gehst jetzt auch in dein richtiges Bett hier schlafen. So, Tamara legt sich ins Bett und die kleine Beate ist jetzt auch im Bett. Gut. Und Ulrike hat nichts zu tun. Gut. Ihr geht's aber noch gut, sehe ich gerade. Okay, dann, was machen wir jetzt mit dir? Ich werd hier gerade narrisch. Wir haben doch hier Leute sitzen. Dann unterhalte ich doch mal mit dieser Frau. Das wäre doch mal eine Idee. Hm? Unterhalten, Witz erzählen, vielleicht mal ein bisschen mit der quatschen, kennenlernen. Ich glaube, die kennen wir noch gar nicht. Die hatte ich ja ganz am Schluss von der Wiederaufbau-Challenge da noch dazu gepackt. So, was machst du gerade? Ins Bett gehen. Du hast sie nicht mehr alle, ey. Jetzt reicht's mit ins Bett gehen. Säubern. Benutzen. Hände waschen. Ja, komm. Wasch wenigstens die Pfötchen. So, und wen haben wir jetzt noch von den ganzen Großen hier? Anton, wo bist du denn? Ach, du, Alfred, geht in sein Bett. Ja, Gott, hat keinen Wert. Das war leider kein so toller Geburtstag. Und du bist am Schwimmen. Würdest du mal aufhören, jetzt zu schwimmen? Das kostet dich nur wieder Kraft und Nerven und überhaupt. Und wo ist die Susanne hin? Hallo, wo ist Susanne? Da, hol die doch mal raus und quatsch mal mit der. Geh mal jetzt dahin. So. Und Alfred kriegt noch den restlichen Kuchen in seinem Inventar, damit er da wenigstens auch mal was hat. Ich sag's ja, es wird Chaos. Es ist,
So, und wenn du fertig bist, kannst du mal mit dem Typ da quatschen. Da ist ein Typ, weißt du, da, nee, nicht der Marcel, hier der da. Genau, Egon Braun. Unterhalten und mal mit dem reden und so weiter. Ja. So, und ich war auf Anton, genau. Damit hier wenigstens mal ein bisschen was noch vonstatten geht. Jetzt steht die da im Badezimmer rum. Das ist natürlich auch blöd. So, komm mal raus und dann bitte mal hier. Ja, herbeirufen, genau. Ruf die mal. Oh, yeah, ein bisschen Fitness betrieben. Sehr schön. Komm mal raus, Mädel. Das ist ja Mist, wenn du da rumstehst. Ja, ich weiß, du willst auch ins Bett. Und man schwimmt da jetzt die... Nee, irgendwie. Ja, geh doch mal dahin und ruf sie noch mal, Mensch. Du kannst ja mit ihr nicht schwatzen, wenn sie nicht draußen ist. So, komm her. Du musst Kontakte knüpfen. Ist so. Wie soll ich denn das sonst jemals hinkriegen? So. Wenigstens das noch. Danach darfst du auch ins Bett. Jetzt rennt die weg. Bleibst du stehen, Susanne? Bleib stehen. Ih, stinkt hier. Alarm. Du kommst aber nicht rein, Stinky. Stinkt hier? Das ist unser Geburtstag, ja. So, die unterhalten sich. Das ist gut, wenn du das gemacht hast, darfst du auch ins Bett. Habe ich gar kein Thema. Wer liegt denn jetzt schon wieder in dem Bett? Ach, egal. Dann schläfst du halt heute ausnahmsweise mal hier. Ist ja wurscht. Hauptsache, du hast ein Bett. Er hat sich doch glatt ins falsche Bett verzogen. Ich mach dir nie, warum? So, die liegen im Bett, die liegen im Bett, alle im Bett. Gut, du bist... Was willst du denn? Nee, lass doch jetzt mal die Toilette in Ruhe, ehrlich, ich werde noch wahnsinnig. Kannst du nicht mit der Frau hier mal irgendwas machen? Reden, über Hobbys reden, Kunst- und Handarbeit und vielleicht mal was spielen. Foodback. Und du bist da am Palabern. Das ist okay, ja, kann man lassen. Super. Sehr schön. Ich dreh durch. Ich dreh durch, Leute. Ich dreh durch. Ich sehe schon, meine Zeit ist, ach Gott, auch schon wieder um. Und ich habe nichts geschafft bekommen. Grausam. Es ist so grausam hier. Lasst mich hier raus. Aus diesem Irrenhaus, Waisenhaus und keine Ahnung was noch. Marcel ist, glaube ich, auch schon am Gehen. Und wir haben uns noch nicht mal um den Garten gekümmert. Ey, das ist der Hammer. Aber die beiden scheinen sich auch mal ganz gut zu verstehen. Ne? Das ist doch auch schon mal was wert. Ja. Gut, du bist fertig mit der Dame hier irgendwie. Keine Ahnung. Ach so, sie setzen sich vor den Fernseher. Ihr geht's noch recht gut. Die lasse ich dann nachher aufräumen. Und er darf auch ins Bett kommen. Alle ins Bett wieder verfrachten hier. Es ist ja leider noch unter der Woche. Schulwoche und alles. So, du gehst auch ins Bett. Okay, dann ist nur noch... nee, was, oder? Ja. Dann ist jetzt wirklich nur noch Ulrike wach und guckt da Fernsehen mit den Leuten. Wenn du Kontakte pflegst, das nutzt mir nichts. Aber wie sie da alle sitzen, guckt euch an. Das ist ein schönes Bild. So, Ende Gelände. Hier mache ich jetzt auch den Break. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß an diesem Chaos-Geburtstag mal wieder. Ich weiß immer noch nicht, was ich mir für den nächsten Tag ausdenken soll. Mit drei Geburtstagen auf einmal. Also mit Kuchen wird schwierig werden oder ich habe noch keinen Plan. Es wird wahrscheinlich auch wieder im totalen Chaos versinken, aber na gut. Ja, fällt mir jetzt einfach nichts dazu ein. Wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.